Auch wenn es nur fikt, obwohl das nur hier ein Spiel ist, aber ich fühle mit ihm. Ja. Ich kann keine Seile mehr aufnehmen. Ich kann, glaube ich, schon gar nichts mehr aufnehmen, aber es geht ja nicht um das, was wir schon haben. Wir sind ja hier, um neue Sachen zu finden. Und wie gesagt, eine Tauchausrüstung ist ja schon endlich. Ey, das wollte ich gerade sagen, das ist ja schon mal ein Fortschritt. Oh oh. So ein verdammt großer Kopf. Was ist das hier? Stock? Kann ich brauchen für Teile. Das ist gut. Alter. Wie weit geht das hier, ey? Ich weiß es nicht. Wie gesagt, also ich weiß nicht, ob wir uns hier wieder... Hier sind wir auf jeden Fall wieder draußen. Geht's raus? Ja, ich hab was gehört. Gott sei Dank, hier geht's raus. Oh, jetzt hat der... Oh, da stehen aber auch zwei, ne? Wo? Sag mal, da sind sie. Warte, scheiße, ich... Ah, kacke. Oh, ich hab die Axt nicht. Einen Moment, ich hab keine Ahnung, aber ich hab auf einmal die Karte in der Hand gehabt. Ja, ich auch. Hast du ihn getroffen? Nee. Weiß ich nicht. Oh, da leuchtet einer. Da kommt einer mit einer Leuchte auf dem Kopf. Ja. Der ist ein gutes Ziel, oder? Wow, wow, wow. Das ist mit einem Pfeil. Ach du Scheiße, ich sehe schon zwei Stück hier. Sieh keiner hinter uns. Alter. Es lägt gerade wie Sau bei mir. Boah, das lägt so dermaßen gerade. Wo bist du denn da? Lass uns mal kurz rausgehen. Nee. Bin ich nicht. Das ist gerade unspielbar für mich. Ja? Ja. Bei mir läuft es noch ganz gut. So dermaßen unspielbar. Jetzt seh ich dein Problem, ja. Was siehst du denn? Ja, dass du so abgehackt hin und her springst und Bewegung machst. Alter, ich kann gerade überhaupt nicht. Lass uns mal kurz rausgehen, vielleicht bessert sich's. Ja, dann draußen ist wieder alles gut, draußen ist alles gut. Dann lass uns laufen. Nee, wir machen die kalt. Warum, das sind ja nur drei oder vier. Ja, das ist... Einer hat auf jeden Fall eben gebrannt. Einen habe ich getroffen. Der hat schon mal ein paar Zähne verloren. Ja, der müsste gleich umfallen. Das ist der... Ja, der ist tot. Das war der mit der komischen Lampe auf dem Kopf. Hier sind auch ganz viele Getränke und so. Ich pack gleich wieder ganz viel ein. Wo sind denn die anderen? Da war da noch einer. Ja, ich kann es dir gerade nicht sagen. So, den Kopf nehme ich noch mit. Ah, ich glaube, die sind abgehauen. Ich kann den Kopf nicht mehr aufnehmen. You are living of cold. Find some warm. Ah, okay, mir ist scheiße. Ja, wir müssen irgendwie ein Feuer machen. Ja, ich baue hier schnell eins vor der Höhle, dass wir auch was sehen. Ne? Hier liegt alles voller Medikamente. Alter, ich fall, glaube ich, hier gleich tot um. Alter, boah. Was muss ich machen? Jetzt brennt's. Passt. Sind gerettet. Gut. Ich habe keine Energie mehr. Wir müssen jetzt mal warten, bis Tag ist, weil es ja echt... Ja, ich mach mal meine Leuchte aus hier. Das brauchen wir jetzt. Ja, ich weiß nicht, ob jetzt noch ein Viech kommt oder nicht, aber... Bleib in der Nähe vom Feuer. Ich glaube, das müsste helfen. Ja. Ah, da hinten sind wieder welche. Wo? Ach, da. Hab ich. Oh, was macht der denn immer, dass ich die Axt wegstecke? Was da kommt der nächste. Wow. Hau ab. Hab ihn. Boah, der haut immer noch zu. Oh, ich... Gleich tot. Warte, alles cool. Alter, lass ihn in Ruhe. Ich bin gleich tot. Kann ich was machen? Ja, danke. Bitteschön. Danke. Alter, das was war hast jetzt, du gemacht? Es stand ein großes Kreuz bei dir, was ich benutzen konnte. Du Arschloch! So. Alles. Alter.
am besten, ich stelle mir auch gleich wieder mal ein paar Pfeile her, wa? Ja, mach das mal lieber. Wie habe ich denn jetzt? 14 Pfeile, ich mach lieber nochmal welche. Alter, aber das mit Lägen war gerade richtig übel, also das. Ja, das habe ich gesehen, das glaube ich dir. Also wir haben, die wollten wahrscheinlich gerade wieder nach Hause kommen, diese kleinen Mistviecher. Ja, aber die Suppe haben wir ihnen schön versalzen, glaube ich. Oh. Hast du das gerade, ja? Ja. Bei uns, ach, wir haben jetzt hier eh ein Camp. Warte mal, ich stelle hier auch wieder eine größere Baustelle hin. Ja. Weil dann finden wir den Eingang hier wieder. Okay. Ich stelle hier so. Boah, ich bin so schnell außer Atem. Ich muss jetzt hier, ich glaube, ich bin irgendwie krank. Du musst was trinken. Nee, ich muss mein Blut abwaschen hier irgendwie. Es wird hell, Gott sei Dank. Das war echt knapp jetzt hier. Ja, das war schon prickelnd. Aber hier liegt alles voller Medikamente rum. Ja, also cool. Ich schau mal. Aber ich kann nichts mehr... nichts mehr aufnehmen. Stock ist immer gut. Ich brauche hier irgendwie ein bisschen Wasser, wo ich mich mal eben... das Blut dieser anderen Typen hier mal eben abwaschen kann. Was sind das für Bären? Ah, das sind Pilze. Pilze kannst du auch essen. Du bist ja voller Survival-Typ, ne? Ja. Voll Profi. Aber ich atme schwer. So, ich gehe jetzt mal in Richtung unserer Hütte, ja? Nee, wir gehen doch wieder jetzt rein hier, oder? Nee. Klar, komm. Ich muss erstmal ein Zeug loswerden hier. Ach. So, komm. Und außerdem muss ich mich erstmal abwaschen. Ich muss hier irgendwie... Regen macht das schon. Meinst du? Weiß ich nicht. Ja, was bist du überhaupt jetzt hingelaufen? Ich laufe hier gerade Richtung unserer Hütte. Also, mir wird das gar nicht angezeigt gerade. Ah doch. Ich sehe schon, ja. Warte mal. Ich laufe mal ganz direkt. Ich möchte mal schauen, ob das vielleicht gar nicht so weit weg... Oh, wie weit sie werden da durch die Höhle gegangen, ne? Ehrlich, so. Ja, ist ja übel. Wir können ja wiederkommen, das ist ja nicht das Problem. Nein. Ja, da ist wieder so... Oh, drei Naschen. Oh, vier. Ach du Scheiße. Was? Alter! Hast du wieder Gegner gefunden? Laufen daneben. Die laufen hinter dir her, pass auf. Wow, au! Lauf! Ja, ich lauf ja. Fünf Stück, lauf! Lauf! Ich hab ein paar angezündet. Ja, ich bin außer Atem. So, was ist los? Komm her hier. Einer ist noch hinter uns. Spacken. Ja, ich habe auf jeden Fall ein paar angezündet. Zwei oder drei. Cool. Wo ist er denn? Komm, lass es weitergehen. Wir kommen wieder, keine Angst. Ja, gut. Ja, ich baue jetzt auch diesen Brunnen für uns dann auch gleich, ne? Ja, lass es erstmal richtig... Wir wissen ja, wo wir hingehen müssen. Boah, ist ja nicht weit weg, die Höhle. Ja, ich habe jetzt diesen gelben Hammer gemacht. Das ist ja echt gut. Können wir wieder gut finden. Also es ist eine coole Option, wenn man das so macht, ne? Ja. Aber probier du dir auf jeden Fall so einen kleinen Shelter zu bauen. Ja, das will ich ja jetzt auch als erstes machen. Ich baue jetzt uns jetzt auf jeden Fall mal so eine Vorratskammer. Ich bin gestürzt. Ach, so weit ist es ja doch nicht weg. Das Video, wie ist es wieder dunkel? Glaube ich nicht. Das wäre ja doof. Normalerweise ist immer noch Sonnenaufgang. Eigentlich ja, ne? Ich war ja erst dunkel. Alter, war das übel gerade in der Höhle, wa? Ja. Nichts für schwache Nerven. Ah, man weiß, es ist ja nur ein Spiel, aber ja, trotzdem. Ja, ich die Atmosphäre schon, ist schon beklemmt, ja. Die haben das schon... Die haben wieder das Ding hier aufgestellt, dass es ihr Territorium ist. Ja, sollen sie ruhig kommen. Bis jetzt haben wir uns gut verteidigt gegen die. Ja, mittlerweile geht es auch schon mit der Ausrüstung, ne? Wir sind ja eigentlich schon echt. Ja, ich finde jetzt hier auch Kräuter. Ich hoffe, dass ich da irgendwann mal was mitmachen kann. Weißt du was, dann baue ich uns hier jetzt das nächste größere Haus in Planung. Ja.
dass wir da mal ein paar Sachen auch reinbauen können. So, ich baue mir jetzt gleich erstmal ein Shelter, dass wir das mit dem Speicherständen hier hinkriegen. Ja, das ist bei dir auf jeden Fall. Ah, ich gehe auf jeden Fall mal speichern. Das war gerade ein guter Punkt, was du gesagt hast, weil die Sachen, die was wir da jetzt alles haben, der ist schon übel. Also das mit diesem Hausdach, also mit diesem Überstand, das ist schon eine sichere Sache. Ja, ich zeige euch das Speichern jetzt einfach, das ist ja nichts Schlimmes. Einfach nur... Wir brauchen noch 4 Köpfe. Na, einen habe ich schon draufgeschmissen. Ich glaube, diese Schädel, mit denen kann ich nichts machen, ne? Das, was wäre damit das kann ich, da kann ich höchstens, damit kann ich höchstens eine Bombe bauen mit diesen 82. Schädeln. Es muss doch irgendwie sowas wie eine Kiste zu bauen geben, irgendwas in der Art. So, was brauche ich denn? Ja, gab es nicht noch ein größeres Haus? 82. Bett will ich nicht. Das ist ja nicht groß. Oder? Ja. Wir können uns noch einen Stickholder bauen und einen Sled und Lockholder oder einen Rockholder, wo wir alles reinpacken können, die ganzen Steine und so, weißt du? Ja, ich habe jetzt hier gerade das Haus hingestellt, das ist ein großes, großzügiges Haus, sage ich jetzt mal. Da können wir eigentlich alles reinbauen, was wir so brauchen. Ich baue mir jetzt so ein Hunting Shelter, dafür brauche ich... Hunting Shelter? Was ist das denn? Ja, das, was wir schon mal gebaut haben. So ein Jagdunterstand da. Achso, ja, alles klar. Den stelle ich mir jetzt erstmal hier so an den Baum hin. Achso, ich wollte ja noch das Schildkröten-Ding bauen. Genau, mach das mal als erstes, wenn es okay ist. Ja. So, was brauchen wir denn dafür? Und jetzt gehe ich erstmal ein paar Bäume knacken hier. Wo war denn das Topf-Ding? Das... Achso, ich könnte schon mal anfangen, hier ein paar... Bombe... Da! Schildkrötenhalter. Ich stelle den mal... hier hin. Ah! Hat geklappt? Jo, hier steht sie. Schön. Schön. So, jetzt brauche ich ein paar Bäume. Kannst du mal so ein Lok-Dings bauen hier? Lok-Schalter? So ein Schlitten? Schlitten, ja. Kann ich auch machen. Ja, aber zuerst nehme ich hier noch ein paar Bäume, einmal einen Baum mit. Jetzt müsste ja der Schildkrötenbrunnen gleich voll sein. Mal gucken, jetzt fängt leider an zu regnen, ne? Ja, rein theoretisch müsste das ja jetzt klappen.